Hallo und auch schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play Dreadnought. Und heute will ich euch wieder was Besonderes zeigen, denn wir haben ja in der letzten Folge gesehen, ja, die Agosta haben wir gespielt, lief auch cool, aber ich will ein neues Schiff. Es war schon nett, aber ich hab da Bock auf hier so eine nette, feine Korvette. Und eigentlich habe ich dafür nicht genug Erfahrung, aber es fehlen 72 freie Erfahrungen. Und weißt du was, da schitte ich drauf. Nur die Kaufkosten spielen mir dann leider noch nicht ganz rein. Aber in dem Fall, auch das machen wir jetzt einfach mal so, dass ich mir hier ein bisschen was gönne. Und zwar gönne ich mir hier für die Points mal 52.500 Credits. Denn ich bin da einfach heiß drauf. Zack. Kauf war erfolgreich. Frag mich bitte nicht, wo ich diese Coins überhaupt her habe. Ich habe mir das Game mal vorbestellt und irgendwie muss das da scheinbar dabei gewesen sein. Ich habe ehrlicherweise nichts von Dreadnought erhalten. Also von dem her habe ich da wohl damals diese bekommen. Ansonsten kauft man sich es natürlich einfach. So, da Dreadnought, zack. Korvette, zack. Erforschen, zack. Und das ist halt ein kleiner, schneller Scheißer, sag ich da mal, der ordentlich den Gegner nerven kann. Besonders mit diesem schweren Torpedo geht der richtig ab. Also da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Denn das ist so das Schiff, was mir eigentlich damals schon am meisten Spaß gemacht hat, oder die Art. Denn dieses schnelle Reinfliegen und so weiter macht einfach unfassbar Spaß. So, aber jetzt seht ihr schon, das sind jetzt schon ganz andere Kosten, die ich hier zum Freispielen brauche, um dann da dementsprechend runterzukommen. Also von dem her ist es dann da schon deutlich länger. So, deswegen gehen wir jetzt praktisch hier dann da ins Gefecht, drücken auf Spielen. Und auch hier roundabout wieder 1,5 Minuten. Auch die werde ich jetzt euch nicht hier langweilen, sondern wir sehen uns dann, sobald es losgeht. Ich werde euch keine Sekunde verpassen lassen. Bis gleich! Ja, und da sind wir jetzt also auch wieder zurück. Und ihr seht schon hier, ich mach mal gleich ready. Bin ich. Ich will mich sehen. Da bin ich. Hier, schön. Schön die kleine Korvette. Die will nur den Gegner beschießen. Die ist richtig heiß drauf. Wir haben wieder den Modus Onslaught. Und, ich will mich jetzt nicht schon vorab vielleicht entschuldigen, aber ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so krass im Thema der Korvette wie in der Vergangenheit mal. Deswegen muss ich mich da selber erstmal ein bisschen reindaddeln. Man sieht schon mal, ist schon jetzt, ohne dass wir den Boost aktivieren, viel wendiger. Und jetzt passt mal auf. Und jetzt passt mal auf. Mit Nachbrenner geht das Ding mal richtig steil. Also, man hat so wirklich ein schnelles Ding. Und es gibt auch bei den Korvetten noch welche, die haben dann noch die Tarnfähigkeit. Das heißt, schnell rein, tarnen, zack. Alles drauf, was geht an Damage und dann abhauen. Also sehr, sehr nice. Hier in dem Fall ist euer Ziel jetzt nicht die großen Dreadnoughts oder sonstiges, sondern hier in dem Fall solltet ihr für die Artilleriekreuzer und auch für die Unterstützer gehen. Also diese Supportkreuzer. Das sind so eure Schiffe, die euer Ziel darstellen, sage ich mal. Erstmal bleibe ich aber hinten, weil wie gesagt, jetzt reinzufliegen ist einfach nur doof. Und ihr seht, ich kann auch nur nach vorne schießen. Also hier seitlich mal schnell ist nichts. Außer mit meinen Strahlengeschützen. Aber die Doppelautomatikkanone, das ist das Ding, wofür wir gehen sollten. Aber ich gehe erstmal sneaky voran. Und da haben wir jetzt was. So, zack. Und weg. So geht es.
Und ihr seht, das ging sehr gut. Der Damage ist von dem Teil halt wirklich sehr stark. Und mit dem Schubverstärker, da ist man auch nochmal so ein bisschen aktiver. Also bei dem Schiff ist alles auf Damage und Wendigkeit ausgelegt, aber nicht dafür, um was auszuhalten. Aushalten machen hier ganz klar andere. Das alles so ein bisschen klein ist, liegt an der 4K-Auflösung. Nicht wundern. Also, wenn ihr... Ups, sorry. Das wollte ich nicht. Aber ihr habt genau gesehen, so macht man's. Also, so ist der Plan. Das war jetzt nix. Ja, da habe ich genau, das ist mir genau das passiert, was mir nicht passieren sollte. Da ist mir auf einmal ein fetter Gegner entgegengekommen. Und ja, der hat mich dann einfach ganz schnell aus dem Leben genommen. Beziehungsweise hier sein Mate. Man sieht ja von gut, von wem man den Schaden bekommen hat. Vom Basil und vom Bourbon. Aber das macht den Kitzel bei dieser Art von Klasse aus, dass man irgendwie so ein bisschen, ja... Man ist so die, ich sag's jetzt mal ganz salopp, die kleine Drecksau. Man sieht aber auch, mein Team hier bleibt hier immer zusammen. Jetzt machen wir mal eins. Aber man sieht, wenn sich der auf einen konzentriert, man hat gar keine Chance. Also man muss so kommen, dass der nicht für einen gehen kann. Und dementsprechend wurde ich da wieder rausgenommen. Und das ist halt genau das Thema. Wenn man nicht mit Köpfchen reingeht, sondern wie ich jetzt gerade einfach nur so Damage, Damage, ich will den Damage machen, dann ist das recht schnell auch durch. Aktuell liegt der Gegner da in Führung. Aber das heißt noch nichts. So, man sieht mein Mate hier, der hier auf den Kreuzer geht. Aber auch er hat es ähnlich schlecht gemacht wie ich in dem Fall. Die Artilleriekreuzer, die sind so wirklich die, die halt immer hinten stehen und machen nichts. Und man sieht aktuell, es läuft nicht gut für uns. Weil unser Team ist auch gefühlt zu passiv. Und das ist das Problem, was wir hier gerade haben. Und da sieht man ein einziger Schaden, Schuss von diesem Kreuzer da hinten und schon schaut es da ganz anders aus. Jetzt machen wir mal eins. Jetzt, da drüben ist nämlich was los. Sehe ich nämlich hier hinten. Da war doch gerade einer. Ich werde jetzt mal meine Taktik ein bisschen umstellen und werde jetzt versuchen, mal so ein bisschen safe zu spielen und deft zu spielen. Ja, und das verstehe ich jetzt wiederum wirklich nicht. Da ist ein Gegnerschiff bei uns hinten drin in der Basis. Oder bei meinen Mates. Und auf den wird nicht geschossen. Und ihr seht ja, der hat kurz auf Flakgeschütze umgestellt. Flakgeschütze ist so, das für nahe Distanzen. Und wenn das passiert, dann hat man mit so einer Korvette keine Chance. Also da kann man machen, was man will. Wie gesagt, ich verstehe aber nicht, weil der ist da hinten drin. Warum für, auf den keiner geht. Und unser Command-Ship ist da unfassbar angeschlagen. Ja, und da ist das Command-Ship auch schon down von uns. Jetzt werde ich mal für das gegnerische Command-Ship gehen. So, jetzt habe ich den wenigstens mal rausnehmen können. So. Die Raketen mal ganz schnell weggemacht. Jetzt haben wir uns wenigstens so ein bisschen von den Punkten wieder zurückschießen können. Und da ist der. Da unten. Da sehen wir schon,
Das macht schon gut Staden. Aber auch da keine Chance. Gerade noch mit den Schubverstärkern ein bisschen arbeiten können, um hier wegzukommen. Das war sehr knapp. Ich weiß nicht, wo mein Team ist gerade. Aber ich weiß, wo ein gegnerischer Artilleriekreuzer ist. Ist alles gerade semi-optimal. Mein Team ist wohl auf der anderen Seite. Also ich habe es jetzt geschafft, den Gegner in den Rücken zu fliegen. An sich ja ganz cool. Aber hier nicht wirklich hilfreich, weil das Gegnerteam schon mich auf dem Zettel hat, wie man sieht. Maschinen auf voller Kraft, Captain. Schubdüsen sind verbraucht, Captain. Jetzt warte ich erstmal. Jetzt hoffe ich mal, dass die vielleicht so ein bisschen ablassen. Oder sich mich einfach vergessen. Ne, tun sie natürlich nicht. So, und da haben wir den jetzt ganz... Das war genau das, wie der eigentlich zu spielen ist. Schnell rangeflogen, alles auf Damage gemacht. Den Torpedo gedroppt und weg wieder. Gar nicht lang rummachen. Oh, und da ist der... Der geht hier für mein Team. Auch da haben wir jetzt gut gesehen. So, und jetzt mit den Primärwaffen nochmal drauf. Und jetzt haben wir es schön gemacht. Das lief genau gut. Einfach mal so, wie es sein soll. Den Gegnern in den Rücken gekommen und da einfach den für den Damage gegangen. Und dann passt es auch. Dann, oh, da unten ist ein Command-Ship. Oh, oh, oh. Und da sehen wir mal den Damage. Guckt euch mal das an. Der ist schon heftig. Und da lief super. Wir kämpfen uns jetzt so ein bisschen wieder zurück. Für mich läuft eigentlich ganz gut. Gerade mal wieder jetzt gerade so die letzten paar Sekündchen. Aber wie gesagt, unser Team ist unfassbar passiv. Und dementsprechend ist es echt hier sehr, sehr, sehr schwierig, da hier was zu reißen. Probier es mal wieder, dass ich irgendeinem Gegner in den Rücken komme. Deswegen bleiben wir unten in den Schluchten. Sehr intensive Runde diesmal. Wir sind gnadenlos hinten. Was ich sehr schade finde. Aber in dem Fall, manchmal ist es halt so. Man kann ja nicht immer gewinnen. Aber ich will noch mit einem geilen Abgang mich verabschieden aus dieser Runde. Deswegen suche ich hier wieder einen netten Artilleriekreuzer. Aber auch da, das Gegnerteam knubbelt auch wahnsinnig beieinander. Da oben ist einer. So, und zack, konnte ich dann wieder einen wegmachen. Lief sehr, sehr, sehr gut. Aber das macht halt, das ist das Spaßige an dieser Klasse. Dieses, ja, ich sag's wirklich ganz bewusst, Hinterfotzige. So sollte man halt auch spielen. Sneaky rein, zack, Damage drauf und weg damit. Feindliche Raketen
So, die Kampfjets schieße ich auch mal ab. Oh, oh, oh. Ja, da habe ich hier den Kreuzer gewissentlich ignoriert. Aber kann ja mal passieren. So, und da war es jetzt dann auch gleich beendet. Schade. Aber trotzdem hat mir die Runde Spaß gemacht. Einfach wegen der Schiffsart. Muss ich sagen, das finde ich halt sehr cool. Und gerade weil die gegnerischen Artilleriekreuze, die ja doch sonst sehr stark sind, einfach hier unfassbar schwach werden durch diesen... diese Art von Schiff. Und ja, wir konnten uns wenigstens so einigermaßen gut reinspielen. Also in die Top 3 waren wir schon mal. Ja, von dem her hoffe ich, es hat euch auch diesmal wieder gefallen. Wie gesagt, eure Meinung und Kommentare sind herzlichst erwünscht. Ich wünsche euch weiterhin selber viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Ikaramba.